Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem Kanal von JFD Brokers zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 9 und zwar für die Handelstage vom 25.02. bis 1.03.2019. Wir wollen wie gewohnt auf den DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold schauen, wollen uns das Big Picture anschauen, was ist in der vergangenen Handelswoche passiert, welche wichtigen Widerstände, Unterstützungen, Kernzonen waren hier im Markt wichtig und vor allem, welche wichtigen Bereiche und Kerntendenzen könnten denn hier gegebenenfalls in der kommenden Handelswoche eintreten. All das wollen wir natürlich machen, bevor wir durchstarten. Erstmal zu Beginn der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und apropos Website von jfdbrokers.com/de, dann landet ihr natürlich direkt auf der deutschen Website von JFD Brokers und hier ganz rechts findet ihr einen Button kostenlos. Wenn ihr darauf geht, einfach nur mit der Maus drüber geht, dann öffnet sich ein Fenster, kostenlos Aktien handeln. Und das ist schon seit der vorletzten Handelswoche mittlerweile möglich bei JFD Brokers. Aktien, richtige physische Aktien, also nicht, hier geht es nicht um CFDs auf Aktien, sondern richtige physische Aktien kostenlos zu handeln. Das Repertoire der angebotenen Aktien bei JFD Brokers ist schon sehr groß, wird sich zukünftig natürlich weiter erweitern und man hat hier die Möglichkeit, kostenlos Aktien zu handeln. Das wird auch zukünftig erstmal so sein. Also man kann hier wirklich eine ganze Menge Geld sparen, wenn man da mal beachtet, dass man bei der einen oder anderen Direktbank wirklich noch teilweise horrende Gebühren bezahlt. Gerade wenn man dann auch größere Aktienpakete hin und her schiebt, hat man jetzt hier in der Tat die Möglichkeit, kostenlos Aktien zu handeln. Also schaut euch das gerne an. An dieser Stelle hier kurz erwähnt die neue Offerte und zusätzlich auch noch, gerade für diejenigen, die ja hier den DAX handeln bei JFD Brokers, seit der vergangenen Handelswoche ist der Spread von einem Punkt auf 0,8 Punkte runtergegangen. Also auch hier nochmals eine Verbesserung in Richtung des Kunden und in Richtung Gebühren bzw. in dem Fall Spread sparen hier im Handel mit dem DAX. Wir blicken erstmal, bevor wir durchstarten, auf die Märkte zu schauen, hier auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche. Wir können den schon mal ein kleines bisschen klein machen, um mal ganz kurz drüber zu fliegen, was denn in der kommenden Handelswoche uns hier fundamentaler Natur erwarten wird. Die Märkte waren ja grundsätzlich relativ unvolatil in der vergangenen Handelswoche und ja, irgendwie benötigt der Markt, also gerade DAX und S&P bzw. die US-Märkte waren sehr seitwärts tendierend in einer relativ engen Range. Also wir haben die unvolatilste Woche des Jahres hinter uns. Auch der Euro-US-Dollar pendelte wirklich in einem sehr, sehr kleinen Niveau. Ich meine, von dem Markt sind wir es mittlerweile gewohnt, dass der Markt wirklich aktuell zumindest nicht so eine große Volatilität aufweist. Gold kam ein wenig nach oben und dann wieder zurück. Da war Bewegung da, aber die anderen Märkte taten sich hier doch in der Tat etwas schwer bezüglich der Volatilität. Und damit ist es vielleicht eine Möglichkeit oder damit ist uns vielleicht eine Möglichkeit gegeben, hier durch die fundamentalen Ereignisse in der kommenden Handelswoche, dass da vielleicht so ein Anstoß kommt, dass sich die Märkte wieder so ein bisschen mehr bewegen. Und dazu könnte zum einen, da sind sie zwei wichtige Punkte hier in der kommenden Handelswoche, einmal schon am Dienstag, am Montag kommt hier erstmal nicht so ganz Wichtiges, aber am Dienstag und am Mittwoch, da müssen wir hier unten gucken, da lesen wir einmal oben Theresa May und unten UK-Parlamentsabstimmung zum Brexit-Plan. Wir erinnern uns, da gab es ja noch was in England, Brexit, Austritt eventuell aus der EU oder vielleicht auch nicht. Hier wieder mal eine Abstimmung, da ist ja alles noch wirklich sehr, sehr stark in der Schwebe und ich denke, wenn sich hier in die eine oder andere Richtung irgendwas abzeichnen sollte, zum einen bei der Rede hier am Dienstag bzw. bei der Entscheidung am Mittwoch, da müssen wir mal gucken, was da eben so rauskommt, da müssen wir uns dann detailliert dann auch nochmal mit beschäftigen, aber das kann durchaus zu Bewegungen an den Märkten führen, allem voran natürlich der britische Pfund, den wir jetzt hier nicht so betrachten, aber das kann auch durchaus Bewegung im DAX, im Euro etc. hier auslösen. Dann eben der Blick Richtung Amerika, wir sehen eben des Öfteren die amerikanische Flagge hier. Wir haben hier am Dienstag, ich glaube am Mittwoch war es auch, genau, und dann auch nochmal am
wo war es hier? Genau, am Donnerstag, also Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Hier wieder geht's um die FED, um den Präsidenten Powell, der hier zum einen eine Rede hält am Donnerstag und dann am Dienstag und Mittwoch, ich glaube, vor dem Kongress hier angehört wird. Da geht's eben grundsätzlich um die Gedanken der FED, um die Handlungsweisen der FED bezüglich der Zinsentscheidungen in den kommenden Monaten, hier gerade speziell im Jahr 2019. Und da wir wissen, dass hier nach wie vor sich zum einen die FED nicht so ganz uneins ist, also die Mitglieder der FED nicht so ganz sicher sind. Die eine Hälfte sagt, ja, wir sollten doch vielleicht die Zinsen wieder ein bisschen stärker anheben oder nach Plan anheben. Die andere Hälfte sagt, naja, vielleicht doch nicht so. Also da ist Uneinigkeit und genau diese Uneinigkeit wird natürlich früher oder später dann natürlich auch zu einem Überhang wieder auf der einen oder anderen Seite führen. Und wenn sich das dann abzeichnet, wäre das wiederum eine Bewegungs- oder ein Anstoß für den Markt, was für uns ja wichtig ist. Wir brauchen uns nicht Gedanken machen, was passiert, wenn, sondern was passiert, wenn hier eben ja einfach nur ein Anstoß kommt, eine Entscheidung kommt und nicht zu kompliziert zu denken. Aber das führt jetzt auch alles zu weit. Wichtig ist, dass hier entsprechende Zahlen kommen, dass hier man entsprechend auf die Märkte schauen sollte und zusätzlich dann noch hier am Mittwoch, was kommt hier, nicht militärische Investitionsgüter. Gut, das sollte jetzt nicht ganz so interessant sein. Und dann haben wir am Freitag hier um 16 Uhr nochmal aus Amerika ISM verbreitendes Gewerbe. Da könnte auch nochmal Bewegung an die Märkte kommen. Erster Freitag im Monat, 1. März 2019, keine Non-Farm Payrolls. Das ist eben manchmal so, die sollten dann in der kommenden oder übernächsten Handelswoche kommen. Also 16 Uhr ISM am Freitag lediglich und keine Non-Farm Payrolls nochmal. Also, das jetzt erstmal der Blick und die vorsichtigen Gedanken zu den Wirtschaftskennzahlen der kommenden Handelswoche. Wir blicken erstmal nochmal ganz kurz auch auf die Analyse der Vorwoche. Zum einen hier unten wieder der Hinweis, wenn ihr euch nicht die DAX-Analyse oder S&P-Analyse hier am Anfang anhören wollt, sondern vielleicht nur den Euro-US-Dollar oder nur Gold, dann könnt ihr hier unterhalb des Videos in der Videobeschreibung entsprechend auf diese Uhrzeiten hier hinten klicken und dann landet ihr in der Analyse direkt dann bei der Analyse für Euro, US-Dollar oder Gold und eben müsst nicht dann vorspulen oder so. Also ihr habt ja die Möglichkeit quasi vorwärts zu springen von Analyse zu Analyse und zusätzlich würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das freut mich und das freut natürlich auch YouTube im Ranking. Also von daher gebt hier gerne und wenn euch das gefällt, dem Video einen Daumen nach oben und dann scrollen wir hier auch mal nach oben. Ich habe hier schon mal den Bereich eingestellt, wo wir uns den DAX dann in der vergangenen Analyse angeschaut haben. Die klare Analyse war, wir hatten zwar etwas später, da können wir hier auch nochmal vorspulen, dann natürlich auch logischerweise über die Abwärtsseite gesprochen. Ja, weil natürlich immer beide Seiten eintreten können. Diese Analyse hier, die wir machen am Wochenende, die ganzen Livestreams, immer ist es natürlich denkbar, dass die Aufwärts- wie auch die Abwärtsseite stattfindet. So wird es in der Analyse heute auch wieder sein und wir besprechen immer beide Seiten. Und ganz wichtig allerdings ist, und das ist für mich entscheidend, ich versuche immer für die Handelswoche aus verschiedenen Parametern einen Bereich festzulegen, oberhalb dessen es für mich erstmal interessanter prozyklisch ist, die Long-Seite zu handeln und unterhalb dieses Bereiches es dann gegebenenfalls interessanter wird, die Abwärtsseite zu handeln. Wir sehen das hier links in der Analyse in Blau, das ist im Prinzip dieser Bereich hier, den ich da markiert hatte, in Blau. Ja. Das war die Marke um in etwa 165 bis 150, 11.165, 11.155, das ist dann hier diese Zone, ne, im Chart. Und der Gedanke war, wir haben gesagt, okay, der Markt kann direkt weiterlaufen, aber das war von meiner Seite eigentlich erstmal so ein bisschen in Klammern gesetzt und vor allem, da wir vorletzte Handelswoche zum Ende, wir erinnern uns an diesen sehr, sehr starken Freitag, hier fast 300 oder 300 Punkte in etwa gen Norden, ich sagte dann auch, ja klar, der Markt kann schon weiter direkt in dieser Amplitude laufen, aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir erstmal wieder leicht zurückkommen und genau das ist ja das, nach was wir suchen, dass der Markt, nachdem er aufwärts läuft, also immer prozyklisch Aufwärtsbewegung, Konsolidierung, Aufwärtsbewegung, Konsolidierung, wir suchen nach diesen Rückläufern und wir hatten uns hier drei markante Bereiche markiert und das war dann schlussendlich, ich zeichne es hier drüben nochmal ein, das war der Bereich in etwa, der hier aus der Vergangenheit kam. Dann nochmal ein kleines Stück tiefer, das war in etwa diese Zone und dann hatten wir diese 165. Ja. So, und nun kam der Markt nur lediglich in den ersten Bereich, lief dann hier schon mal diese erste Amplitude in Richtung dieses grünen Striches nach oben.
Ja, zack, kam dann nochmal runter, testete den Bereich nochmal und ging dann sauber in Richtung dieses Zielbereiches. Hier erstmal 420, das hat der Markt relativ sauber dann abgearbeitet, lief dann sogar drüber. Wir mussten uns dann eben nächste Zielbereiche suchen. Da kam zum Beispiel der Bereich 470, wo dann auch ein offenes Gap aus der Vergangenheit war. Dann hatten wir den Bereich 500, was dann im Endeffekt auch das Wochenhoch war. Und als nächstes den richtig oder nächsten wichtigen Bereich in etwa 11.520 bis 11.530. Das ist jetzt noch nicht angelaufen worden, somit wird das jetzt für die kommende Handelswoche wichtig und das machen wir jetzt auch. Wir schauen uns natürlich jetzt dann die Zukunft an. Wir wollen ja nicht eben Ewigkeiten schauen, was ist in der Vergangenheit passiert, sondern wir wollen uns natürlich hier anschauen, was ist hier durchaus realistisch in der Zukunft in der kommenden Handelswoche. Und es kam eben gerade schon unter dem Video vom Montag, unter dem Livestream Video DAX Long oder Short die Frage: Wie komme ich denn auf den Bereich 520 bzw. 11.520, den ich auch in einer Analyse schriftlicher Natur dann schon für den Freitag hervorgehoben hatte natürlich. Wie komme ich darauf? Wie komme ich auf diesen Widerstand, der hier in aktuell zwar bei der 11.528 liegt, aber ob das nun 28, 20 oder 530 ist, das ist eigentlich relativ egal, weil Widerstände und Unterstützungen sind eh Bereiche, die hier wichtig sind. Und keine direkten Punkte. Und wie komme ich darauf? Wir sehen hier in der Vergangenheit, aus dem vergangenen Jahr, Oktober, November, teilweise dann auch nochmal kurz im Dezember, waren wir hier in diesem Bereich, wo wir uns aktuell jetzt hier vorarbeiten, das letzte Mal. Also, wir waren hier, ne, wir sind ja jetzt gerade in dem Bereich um die Marke 500, knapp darunter, und das kam eben hier im Dezember, November und Oktober im vergangenen Jahr das letzte Mal vor. Und da wir hier im charttechnischen Bereich uns natürlich in der Vergangenheit oder an der Vergangenheit orientieren, wenn dort wichtige Bereiche waren, die abgehandelt wurden, die teilweise viel gehandelt wurden, wo Extrempunkte sind, dann sollten diese Bereiche auch in der Zukunft nicht ganz so unwichtig sein. Und schaut mal, wir haben hier, das ist dann in etwa Mitte Oktober, da hatten wir in diesem Bereich 520, 530 so eine Schiebezone. Stichwort Volumenprofil wird hier in diesem Bereich, wer sich damit beschäftigt, da wird so ein kleiner Peak sein, nur aufgrund hier dieser Schiebezone. Dann hatten wir das hier in diesem Bereich, dann hatten wir hier mal in den Bereichen hoch, hier eine Schiebezone, hier eine Schiebezone, hier pendelte der Markt um diesen Bereich herum, hier hatten wir in etwa einen Hoch und hier hatten wir auch in etwa einen Hochpunkt. Man muss jetzt hier allerdings immer nochmal vorsichtig, das ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber vorsichtig immer nochmal darauf schauen, da wir hier im CFD ja quasi fast einen 24-Stunden-Handel im DAX haben, den es insofern jetzt eigentlich ja nicht gibt, beziehungsweise die Kernhandelszeiten, die eigentlich die wichtigen Zeiten sind, kürzer sind. Wir haben zwar mittlerweile im DAX Future auch in der Nacht um 1 den Start bis 22 Uhr, dann sind hier 3 Stunden Pause, dann geht der DAX Future schon wieder los, aber das Kernvolumen, was ihr hier unten seht, immer dann, wenn das Volumen oben ist und dann geht es wieder runter und dann geht es wieder hoch, dann geht es wieder runter, geht es wieder hoch und in den Tälern hier unten, wo kaum Volumen stattfindet, diese Bereiche sind natürlich nicht ganz so wichtig wie die Bereiche, wo hohes Volumen stattfindet. Und somit ist zum Beispiel hier dieses Hoch hier oben, ja, das ist gar nicht so wichtig, weil das ist mitten in der Nacht passiert. Ich glaube, das war sogar mal irgendein Wochenstart oder sowas oder irgendein Tagesstart. Das war mitten in der Nacht. Wichtiger ist eben, dass hier in dem Fall etwas tiefere, der etwas tiefere Bereich und auch hier in den Schiebezonen, wenn man das mal ein bisschen auseinanderdröselt, kommt man auf jeden Fall in etwa auf den Bereich 520, 530 relativ eindeutig. Nur das nochmal ein bisschen ausgeholter jetzt zur Beantwortung dieser Widerstands- und Unterstützungsbereiche. Und dann kommen wir hier als nächstes, da haben wir hier Widerstand, da haben wir hier Unterstützung, da haben wir hier Widerstand, da haben wir hier Widerstand, hier haben wir annähernd auch nochmal Widerstand und weiter zurück auch noch. Und somit kommt hier der Bereich um die Marke 675 als nächster Kernwiderstand ebenfalls ins Bild. Und das sind natürlich auch die Bereiche, die jetzt auf der Aufwärtsreise weiter interessant sind. Die übergeordneten Ziele, das nehmen wir jetzt alles nochmal raus. Und zeichnen jetzt mal das Bild, das eventuelle Bild oder die Gedanken für die kommende Handelswoche hier ein. Wir haben in der vergangenen Handelswoche ja als richtungsentscheidenden Bereich hier diese Marke um 165 gehabt. Wir hatten einen recht starken Markt, der Markt ist nach oben gegangen, der Markt hat es nicht mal für nötig gehalten, überhaupt da unten nochmal nachzuschauen, sondern hat unser erstes Minimal- und Unterstützungsniveau in konsolidierender Natur hier angelaufen und ist dann weiter nach oben gelaufen. Und jetzt sollte man natürlich
natürlich nicht den Bereich hier unten lassen, denn der Markt hat sich weiter nach oben bewegt und dann schiebe ich meinen richtungsentscheidenden Bereich natürlich auch, den passe ich weiter an das Bild an. Das machen wir teilweise in den Livestreams auch täglich, dass wir dann diese richtungsentscheidenden Bereiche nach oben anpassen. Das war zum Beispiel in der vergangenen Handelswoche dann teilweise zwischendurch sogar mal der 300er Bereich oder für den Freitag sogar dann im kleinen Bild der Bereich um die Marke 350. Ja, das war hier mittendrin. Also diese richtungsentscheidenden Bereiche, die hier übergeordnete Natur festgelegt werden, passen sich natürlich dann im täglichen auch nochmal an. Also ihr seid natürlich hier herzlich eingeladen, dann auch mit uns zusammen, mit vielen Leuten hier auch im Chat dann in dem täglichen Analysevideo, in den täglichen Livestreams zusammen auf die Märkte zu schauen und teilweise auch über Bereiche und Richtungen dann hier zu diskutieren. Und ich handle da auch sehr, sehr viel live in diesen Livestreams. Also ihr seid da herzlich eingeladen. Was ist jetzt der richtungsentscheidende Bereich für die kommende Handelswoche meinerseits? Und das ist, ich habe das mir jetzt eben schon ein bisschen länger mal angeschaut. Ich würde jetzt hier erstmal, schaut mal, wir hatten hier ein Hoch, wir hatten hier ein Hoch, wir hatten hier diese Schiebezone. Ja, und das alles, wenn wir das mal bis rüber ziehen, findet so ganz knapp oberhalb von 11.300 statt. Dann kommt als nächstes nochmal dieser Hochpunkt und dieser Hochpunkt. Der Bereich ist ebenfalls jetzt nicht ganz so unwichtig, aber ich würde diesen Bereich mehr als dann unterstützend werten und als richtungsentscheidend so in etwa die Marke von 11.300. Solange sich also der Markt, und das zeichne ich jetzt erstmal ganz grob ein, bevor wir noch mal ein bisschen detaillierter, also der kann sich durchaus bis hierhin erstmal konsolidierender Natur und diese Unterstützung dann eben zurückarbeiten, um dann eben gegebenenfalls weiter gen Norden zu laufen. Wenn man sich das charttechnisch jetzt anschaut, ja, dann wäre das jetzt hier in keinster Art und Weise irgendwie aus dem Bild. Auch hier vorher hatten wir ja die Aufwärtsseite und immer mal wieder entsprechende Konsolidierungsbewegungen. Ja, hier zwischenzeitlich sogar mal ein bisschen unschöner, wo es nach unten ging, aber wenn wir uns das jetzt hier, diese Konsolidierung anschauen, aus dem aktuell 450er Schlusskursbereich in Richtung 350 runter, also diese 150 Punkte passen völlig ins Bild rein und das würde ich jetzt für die kommende Woche als richtungsentscheidend auch erstmal werten, also diese Marke in etwa um in etwa so 300, Moment, das sollte jetzt ein Viereck werden und dann entsprechend darüber, Moment, ich zeichne das jetzt nochmal ein, dann entsprechend darüber, zack, das ist ja dieser Bereich, ziehen wir mal bis rüber. Ja, so. Und dann nochmal als kleine zusätzliche Unterstützung, das hatten wir in der vergangenen Handelswoche auch, dann hier diese Zone, ja, das ist so in etwa die 350, sogar noch ein Hauch drüber könnte das sein, müsste man nochmal genau schauen, aber man sieht es ja, das ist das alte Bewegungshoch, das alte Jahreshoch hier. Ja, dieser Bereich sollte unterstützend wirken, wobei dieser eben ja quasi hier auch schon getestet wurde mit einem kleinen, leichten Rücksetzer hier in der vergangenen Handelswoche und dann ging es jetzt weiter nach oben. Also, leichte Rücksetzer, indem wir uns hier gerade befinden, wir schieben das Bild mal ein Stück zusammen, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser, zack. So, machen wir es mal so und zeichnen das nochmal ein. Wir sind ja aktuell hier am Freitag minimal zurückgekommen. Ja, wir sehen ja, dass wir hier zwei schwarze Kerzen und dann eine blaue hatten. Nehmen wir hier nochmal den 300er Bereich, das ist wie gesagt ja hier so die Zone in etwa. Ja, so, zack. So, und dann eben als kleines unterstützendes Niveau dann hier nochmal dieser Bereich. Zack. So, ja, in etwa. Und wir sind jetzt hier gerade an dem Bereich 420 mit einer leichten Mini-Konsolidierung drin. Somit wäre hier schon der Gedanke relativ zügig am Montag, dass es erstmal gleich weiter gen Norden geht. Wie gesagt, die Marke in etwa um 520, 530 ist als nächstes Zwischenziel definitiv anlaufbar. Wir sind aktuell an der 450, in Richtung 520 sind das immerhin 70 Punkte. Vielleicht kommen wir sogar noch mal so müh zurück und dann haben wir vielleicht sogar um die 100 Punkte Chance in Richtung 520 und dann kann sich der Markt hier durchaus weiter gen Norden arbeiten, sobald er eben oberhalb hier dieser wichtigen Bereiche bleibt. Selbst Rückläufer, die vielleicht dann doch ein bisschen ausgeprägter stattfinden, nochmal in Richtung in etwa so 350 bis 380 beziehungsweise in den 300er Bereich. All das wäre hier interessant, entsprechend dann in den Kernunterstützungen zu kaufen in Richtung 520 und dann weiterführend in Richtung 675. Immer natürlich auch mit dem Blick auf die US-Märkte, denn die sind aktuell weiter sauber, long, aber da müssen wir dann eben auch im S&P, also in der folgenden Analyse jetzt gleich immer drauf achten, bleibt dieser dann auch in dem wichtigen Long-Bereich oder kippt dieser eventuell unter wichtige Bereiche? Sollte das passieren, sollte man mit Käufen hier gegebenenfalls etwas vorsichtig sein und sowieso, wenn der DAX unter diese wichtige 300er-Marke
knapp darüber anfängt zu rutschen, dann seht ihr, wir haben ja aus der vergangenen Handelswoche noch so ein paar wichtige Bereiche. Zum einen ist das so in etwa so der 220er-Bereich bis hin zu dem 165er-Bereich. Diese Bereiche aus der Vergangenheit bleiben natürlich auch in der Zukunft wichtig. Aber hier unten wäre es dann durchaus denkbar, auch natürlich dann mal auf die Abwärtsseite zu switchen, dass man dann sagt, okay, in diese Richtung oder zurück in den 165er, 150er Bereich wären Short-Gedanken denkbar. Und wenn es richtig Druck gibt, wenn die US-Märkte nach unten wegknicken, und da schauen wir gleich drauf, es ist nicht so ausgeschlossen, wie der ein oder andere jetzt vielleicht denkt. Wir sind zwar sauber long, aber genau das führt natürlich dann auch mal schnell zu so leichten Angstbewegungen auf der Abwärtsseite. Wir sehen das hier im DAX, der kann das dann auch mal richtig ordentlich umsetzen. Und wenn wir dann Momentum kriegen, dann kann sich das nach unten durchaus ein bisschen ausdehnen. 11.044, 11.000 nach wie vor als wichtige Marken, die hier gerne nochmal angelaufen werden könnten. Wir sollten dieses Abwärtsbild unter 300 definitiv auch im Hinterkopf behalten. Es kann jederzeit eintreten. Wir sind aktuell weiter long. Wir denken auch erstmal nur an die Long-Seite, zumindest prozyklischer Natur. Aber es kann und man sollte natürlich darüber nachdenken, dass es dann auch mal nach unten weggehen kann. Somit das jetzt hier die Analyse für den DAX und dann switchen wir auf den eben schon diverse Male angesprochenen S&P. Der erstmal auch und auch in der vergangenen Analyse hatten wir hier klar gesagt, es ist weiter long. Wir haben den Bereich 2800, teilweise auch noch höher, definitiv als realistische Bereiche, die hier angelaufen werden können. Und wenn wir das Bild hier zusammenschieben, sehen wir, wie sauber der US-Markt weiterhin long tendiert. Allerdings, wir sehen es hier oben auch schon so ein bisschen im S&P. Wir sehen zwei wichtige Punkte aus der vergangenen Handelswoche. Das machte sich dann auch bedingt. Zum einen am Montag hatten wir Feiertag in den USA, da war ja President's Day, also da passierte eh erstmal nicht viel. Verblieben noch vier Handelstage übrig, in denen sich der S&P und auch der Dow Jones zwar so ein bisschen bewegte, schlussendlich auch ganz leicht im Profit schloss, also hier immer noch die Aufwärtsseite weiter vollzieht. Ja, wir sind ja weiter dann aufwärts laufend, aber es so ein bisschen zumindest nimmt die Kraft aktuell nach. Die Volatilität geht zurück, wenn wir uns das hier mal anschauen. Die Volatilitäten der vergangenen Handelswochen. Ja, also immer, wie viel schwankte der Markt in den jeweiligen Wochen? Wenn wir uns das jetzt mal so in etwa einzeichnen und jetzt die letzte Handelswoche hier mal einzeichnen, ja, dann fällt eines auf. Das wird definitiv, und wann starteten wir? Wir starteten hier vorne, das war hier die erste Handelswoche in etwa irgendwie. Ja, Pi mal Daumen, vielleicht war es auch hier vorne dann nochmal eine Woche. Ja, aber wir sehen auf jeden Fall, dass die letzte vergangene Handelswoche, entschuldigt, von der Volatilität her enorm gering war. Teilweise halb so groß, ein Drittel so groß, wie vorhergehende Handelswochen hier von den Schwankungen waren. Nicht nur im S&P, das war im Dow Jones schlussendlich auch so. Und das ist vorsichtig gesagt, also wirklich ganz vorsichtig, ein Punkt für das Puzzleteil der Short-Seite, dass die Volatilität zurückfällt und wenn die Volatilität jetzt natürlich auch irgendwann wieder ansteigt, ich meine, das kann auch die komplette nächste Handelswoche noch unvolatil bleiben, aber was hier ein Punkt ist, wenn Volatilität zurückgeht, ist das manchmal ein Indiz dafür, dass eventuell erstmal eine Gegenbewegung kommt. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dann sehen wir, dass wir die letzten Handelswochen, nicht jede Handelswoche im Plus waren, aber dass die Handelswochen schon größtenteils grün waren. Und es ist jetzt nicht auszuschließen, dass wir dann eben auch irgendwann einfach mal nur von den eventuellen Volatilitäten hier mal wieder so eine bisschen größere Woche ransetzen können, die hier gegebenenfalls, oder wichtig, richtig wäre ja, wenn man hier vom Schlusskurs zeichnet, ja, von der Volatilität, dass hier einfach mal wieder ein bisschen mehr Volatilität aufkommt, was hier völlig ins Bild reinpasst, muss auch nicht mal ganz so groß sein, ein Rücksetzer stattfindet, der Rücksetzer dazu führt, dass die Volatilität wieder etwas ansteigt. Und das ist so ein kleines Puzzleteil, nur mal bedingt aus der geringen Volatilität der vergangenen Handelswoche, dass hier eventuell dann eine Abwärtsbewegung eintritt, die erstmal aus charttechnischer Natur noch nicht spruchreif ist. Aber wir haben hier ein paar wichtige Bereiche aus der Vergangenheit und da müssen wir jetzt auch das große Bild uns mal nehmen und da haben wir aus dem vergangenen Jahr im Oktober, dann war das hier im November und das war hier im Dezember.
Ja, also dreifach den Test. Da hatte sich der S&P hier in so einer Schwankungsamplitude von in etwa 200 Punkten verhaspelt quasi. Und dieser obere Bereich hier, ja, das ist in etwa der Bereich um die Marke 2800, knapp darüber, der stellt natürlich einen markanten, wirklich markanten Widerstandsbereich dar. Und somit ist es zum einen, wir sind in der Nähe dieses Widerstandsbereiches, ja, ist zum einen ein Gedanke, dass wir jetzt hier erstmal weiter gen Norden laufen, in diesen Bereich rein, ja, vielleicht von dort dann etwas konsolidieren, vielleicht auch von dort da ein bisschen Bewegung aufbauen oder erstmal etwas vorher konsolidieren. Also wir müssen uns jetzt hier auf jeden Fall einen Bereich raussuchen, der hier wichtig wäre für den Gedanken, ähnlich wie wir es im DAX gerade gemacht haben, was ist, wenn er unterschritten wird, dass dann eventuell die Wahrscheinlichkeit für etwas größere Bewegungen, ja, da ist, sagen wir es mal so vorsichtig. Und das machen wir jetzt. Wir schauen uns im S&P den für mich persönlich für die kommende Handelswoche wichtigen, richtungsentscheidenden Bereich an. Und das ist ganz knapp unter den vorherigen Wochentiefs. Und zwar haben wir ja hier diesen Tiefpunkt, wir haben diesen Tiefpunkt. Das ist ganz grob gesagt die Unterstützung 2763, die eben auch vorher dann ja erstmal Widerstand war. Und genau der rote Pfeil, den ich jetzt hier gerade eingezeichnet habe, also so diese Zone so minimal da drunter, ja, das ist dann schlussendlich natürlich 2760. Also ein Müh unter der eingezeichneten Unterstützung 63. Dieser Bereich, den würde ich für die kommende Handelswoche für mich als richtungsentscheidend nehmen. Solange der S&P darüber bleibt, wäre erstmal im übergeordneten Bild das Bild weiter long. Ja, der kann sich hier weiter seitwärts einpendeln, so wie wir es besprochen haben, dass vielleicht nochmal eine Woche seitwärts kommt, die Volatilität somit noch mehr sinkt. Ja, wer so VXX und Volatilitäts-ETFs und sowas alles betrachtet, schaut euch die mal an. Ja, und wir überlegen zum Beispiel in der Vermögensverwaltung so langsam die Volatilität auf der Long-Seite zu handeln für den S&P. Die laufen dann meistens auf den S&P. Ja, weil hier eben, ja, das ist irgendwie so ein bisschen, liegt es in der Luft, sagen wir es mal vorsichtig. Muss nicht sein, aber kann sein. Somit ist hier oben immer weiterhin die Long-Seite natürlich interessant. Etwas defensiverer erstmal in der Zielfindung. Also wenn wir runterkommen, dass man hier die nächsten Hochs, Bereich 2800 annimmt, also leichte Überschreitungen der Vorwochenhochs erstmal, wenn er das dann getan hat und der Markt rückwärts läuft, dass man dann vielleicht vorsichtig immer mal so ein Step-by-Step weiter gen Norden läuft, denn diese starke Dreifach-Widerstandszone kommt in etwa 2820. Also hier erstmal weiterhin vorsichtig die Long-Seite. Wenn allerdings, das ist so nächster Gedanke für die kommende Handelswoche, wenn hier die Stärke nach wie vor nicht so dermaßen vorhanden ist, dann wären auch hier im S&P in der kommenden Handelswoche antizyklische Gedanken nicht so uninteressant. Also wenn der Markt neue Hochs ausbaut, gerade wenn er dann hier in Richtung 2,8 läuft, das war sogar für Freitag schon einer meiner Gedanken, wenn er freitags hier dann eben so um, also nach der US-Markteröffnung 16, 17 Uhr nochmal die Hochs hier rausgenommen hätte der Woche, Richtung 2,8 gelaufen wäre, hätte ich ganz gerne hier oben einen Short-Versuch gewagt. Dazu kam es nicht. Würde ich in der kommenden Handelswoche durchaus mal als eine Option wählen, dass wir hier quasi so False-Breakout-Gedanken handeln. Aber nur, wenn der Markt eben nicht stark mit Momentum nach oben geht. Ja. Also hier oben gehe ich somit eher von einer mehr konsolidierenden Seitwärtsphase erstmal aus, mit leichten Long-Charakter nach wie vor. Und wenn wir dann hier runterbrechen, also den Bereich um die Marke 2760 nach unten nachhaltig durchschreiten. Nachhaltig bedeutet, dass der nicht im Minuten- oder 5-Minuten-Chart einfach mal da runter guckt, sondern schon im Halbstunden-Chart, Stunden-Chart dann auch mal Schlusskurse da unten, Schlusskurse dort unten stattfinden. Dann ist es hier, und da können wir mal einen dicken Pfeil machen, durchaus denkbar, dass sich hier in den US-Märkten und dann eben auch das Szenario im DAX, dass sich hier eventuell eine etwas stärkere Konsolidierung mal auftritt, tut, dass wir in die nächsten wichtigen Unterstützungen 2737 reinlaufen, dann vielleicht sogar, hier ist noch so ein kleiner Bereich um die Marke 2717, 2720, also dass hier einfach eine übergeordnete Konsolidierung stattfindet, die dann, wenn man sich mal das große Bild einzeichnet, ja, Moment, zack, im Endeffekt ist es ja so, und jetzt würde man hier so eine Konsolidierung bekommen, um dann gegebenenfalls vielleicht von hier, oder selbst wenn es aus der 27 ist, wo dann eventuell die Aufwärtsseite weitergeht, das wäre ja charttechnisch
auch im übergeordneten Bild kein Bruch des Trends. Ja? Und somit ist das jetzt so die Gedanken, die ich für die kommende Handelswoche habe, die wir dann immer verfeinern werden, auch hier in den entsprechenden Livestreams. Wir müssen uns mal ein bisschen beeilen, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Wir blicken mal erstmal, und das können wir schnell abhandeln. Ja, Gott sei Dank können wir den Euro-US-Dollar in den vergangenen Wochen schnell abhandeln, denn der ist, und man sieht hier mal wieder, wie wichtig es ist, Bereiche aus der Vergangenheit in die Zukunft zu projizieren. Wir wissen und wussten, dass 13,30, zumindest hier in der CFD-Indikation oder in der Forex-Indikation von JFT Brokers, man muss hier so ein bisschen aufpassen, natürlich für diejenigen, die zum Beispiel Futures handeln oder so, da sind die Bereiche natürlich andere, also man muss das dann anpassen. Aber hier im Euro-US-Dollar JFT Broker-Style quasi, ist der Bereich um die Marke 13,30 in den letzten Monaten ein wichtiger Bereich gewesen, mit dem wir gearbeitet haben. Und das war in der vergangenen oder vorletzten Handelswoche so, und es zeigte sich hier, Moment, da machen wir die Striche mal etwas dünner wieder, ja, Anfang der Handelswoche, Test von unten. Und es war ja auch grundlegend der Gedanke, dass wir hier unterhalb dieser 13,30, ja, gegebenenfalls die Abwärtsseite erstmal wieder aufbauen. Passierte dann auch kurz, bis es wieder zurück in Richtung 13,30 ging. Und dann, guckt mal, wie der Markt an dieser 13,30, wir machen das Bild mal kleiner, wir gehen mal auf den Stundenchart. Ja? Schaut mal, wie wichtig dieser Bereich war. Immer wieder ran, mal kurz drunter, wieder rüber. Ran, mal kurz drunter, wieder rüber. Also er kämpfte mit dem Bereich und fand natürlich dann auch den Schlusskurs zum Handelsende um die Marke 1,1330. Also die Volatilität nach wie vor klein, auch wenn sie sich auch von 44, ja, im Wochenbereich aus der Schwankungsamplitude von 44 Ticks leicht in Richtung 50 Ticks erhöht hat. Aber nichtsdestotrotz ist der Euro-US-Dollar nach wie vor, gehen wir wieder auf den 4-Stunden-Chart oder mal auf den Tageschart. Ja, wir sehen sehr, sehr kleine Kerzen hier überall. Wir sehen, dass diese ATR, die Schwankungsamplitude im Euro-US-Dollar hier auf sehr, sehr tiefem Niveau ist. Ja, wir sind jetzt hier so ein kleines bisschen wieder drüber, aber wir eine lange Zeit viel, viel größere Schwankungen hatten, hier teilweise noch höhere Schwankungen hatten und aktuell wirklich auf einem sehr, wir waren schon lange im Euro-US-Dollar auf relativ tiefem Niveau und sind jetzt auf schon extrem tiefem Niveau, was sowieso bedeutet, wir müssen hier mehr in Richtung Swing-Trading denken, also wenn ich Trades eingehe, dann mit dem Gedanken, dass sich eventuelle Ziele innerhalb von 1, 2, 3 Tagen, 4 Tagen entwickeln, ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel verkaufen würde mit dem Ziel in Richtung 12,60 oder 12,00, dass das dann höchstwahrscheinlich nicht an einem Tag stattfindet, wenn der Markt sich durchschnittlich nur 50 Ticks am Tag bewegt, sondern gegebenenfalls diese ganze Geschichte, wenn sie so eintritt, 2, 3, 4 Tage dauert, das muss man mit einkalkulieren. Die Analyse bleibt für den Euro-US-Dollar nach wie vor gleich. Wir haben jetzt hier folgendes Chartbild, was jetzt für mich erstmal gerade für Montag, das ändert sich natürlich dann schnell. Wir haben zum einen hier quasi diese untere Begrenzung, man kann die natürlich auch so ein Müh tiefer nehmen, das ist dann so in etwa so die 13,20, ja, dass man sagt, okay, wenn der Euro-US-Dollar jetzt eben nicht, ja, er schaffte weder Stärke noch Schwäche, wenn er sich für die Schwäche entscheiden sollte, sprich, wenn wir vielleicht nicht unter 13,30 gehen, sondern wenn der Euro-US-Dollar unter 13,20 kommt, dann wäre hier wieder erneut vorsichtig die Abwärtsseite denkbar in Richtung 12,60 und dann vielleicht folgend in Richtung 12,30 und dann in Richtung 12. Ja, das so. Also Abwärtsgedanken, vorsichtige Abwärtsgedanken unterhalb von 13,20. Bleiben wir aber hier drüber. Und auch hier wird natürlich auch mal wieder früher oder später wenigstens so ein bisschen Entladung kommen. Wir haben hier so ganz vorsichtig, kann man so eine Trendlinie einzeichnen. Ja, und solange wir jetzt hier zwischen 13,20, 13,30 und dieser Trendlinie bleiben, ja, so hier, und vielleicht diese Schwankungsamplitude sich weiter zusammenzieht. Umso mehr die sich zusammenzieht, umso wahrscheinlicher wird es, dass natürlich, ja, vorsichtig gesagt, eine Explosion stattfindet. Ja? Dann wäre es hier mit dem Gedanken auf jeden Fall behaftet, dass man vorsichtig schauen kann, wenn wir dann diese Trendlinie, die würde ich hier mal wirklich nehmen. Ich würde hier nicht einen Bereich nehmen, man könnte hier auch diesen Bereich um die Marke in etwa, das ist Pi mal Daumen, was ist das hier, wenn man das jetzt rüberzieht, 13,50, naja, so 13,60 vielleicht, ja, dass man sagt, okay, hier drüber long, beziehungsweise ich würde hier schon diese Trendlinie annehmen, wenn der Markt sich hier drüber etabliert, dass man mal vorsichtig in Richtung Vorwochenhochs,
ja, beziehungsweise dann auch in Richtung Entwicklung obere Seitwärtsschiebezone aus dem übergeordneten Bild, die kennen wir, brauchen wir jetzt nicht anschauen, 14,30, dass der Markt dann sich gegebenenfalls hier nach oben mal wieder vorarbeitet. Ja, also hier oben mehr oder weniger die Long-Seite, aber ihr kennt das, wir schauen da wirklich sehr, sehr lange, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, wo ergeben sich Setups, so komme ich persönlich, wenn überhaupt, vielleicht auf 1-2 Trades in der Woche im Euro-US-Dollar, mehr braucht man hier aber auch nicht machen, es sei denn, man ist Scalper und versucht sich hier wirklich kleine Dinger rauszuschneiden, ja, aus dem Euro-US-Dollar. Aber das sind so die Kerngedanken, schnell abgehandelt für den Euro-US-Dollar, da bleibt nicht viel mehr zu sagen. Blicken wir mal aufs Gold. Hier habe ich mich entschieden, mal am Anfang den Wochenchart zu wählen, denn was vielleicht dem einen oder anderen so ein wenig entgangen ist, wir sind mittlerweile im Gold erstmal natürlich aus dem Bereich der Tiefs hier unten um die Marke unter 12, ganz locker unter 12. Es war in etwa der 1160er Bereich, den wir vergangenes Jahr hier mit etwas Schmackes am Ende mit einer wirklichen, mit Short-Squeeze hier unten dann eben ausgebaut haben, wo der Markt wirklich nochmal so richtig nach unten drückte. Das war teilweise sogar in einer Nacht, um dann relativ zügig sie erstmal wieder zu erholen. Und seitdem sind wir hier long tendieren. Wir haben natürlich einen sauberen Long-Trend, hatten wir auch so beobachtet, hatten wir so eben analysiert, oberhalb wichtiger Bereiche. Und was ich jetzt hier nochmal mit euch durchgehen möchte, ist, dass wir natürlich mittlerweile so langsam in einen Bereich kommen, der in den vergangenen Jahren als Bewegungshochs galt. Ja, das ist schon noch ein Stück weit hin. Aber ich will damit mal zeigen, wir sind mittlerweile schon nicht ganz so unstark. Ja, das sind hier so die Bereiche. Wir hatten hier Anfang des vergangenen Jahres so eine Schiebezone, der sich hier oben so, das war glaube ich die 56 als obere Grenze und dann hier der Bereich 13,05 als untere Grenze. Ja, das war hier so diese Zone, die wir dann irgendwann nach unten verlassen haben und wo wir ja jetzt auch in den vergangenen Wochen mit dem 13,05er Bereich gearbeitet haben, dieser unteren ehemaligen Grenze, dieser Seitwärtsschiebezone. Ja, und jetzt läuft der Markt eben schon lange in diesem Bereich drin. Und es ist natürlich jetzt weiter nicht auszuschließen, dass wir in dieser ehemaligen Zone hier, dass wir das jetzt hier auch weiter gen Norden abarbeiten können. Vielleicht dann auch hier irgendwo mal wieder reagieren. Aber, und da werden wir jetzt diese Woche und nächste Woche noch nicht drüber sprechen, aber das ist zeitnah nicht auszuschließen. Dann werden wir uns hier mit dieser oberen Grenze, mit dieser 56, 57 beschäftigen müssen. Und dann auch mit den, was ist das hier, Mitte, Anfang, 2016 war das hier, genau, das war 2016 dieses Hoch. Also da sind wir schon aktuell auf einem Niveau, was nicht ganz so unrelevant war in den letzten Jahren. Und wir gehen mal auf den 4-Stunden-Chart runter und hatten hier in der vergangenen Handelswoche oder in den vergangenen Handelswochen einen wichtigen Bereich ausgemacht. Das war hier diese Schiebezone. Da hatten wir dann auch in den Livestreams teilweise dann eben schon Long-Gedanken gewagt mit dem Gedanken, dass es hier weiter gen Norden geht. Hatten in der vergangenen Woche dann auch von der Analyse her definitiv gesagt, Aufwärtsseite interessant, Aufwärtsseite oberhalb von 13,14 interessant, 13,21 war hier auch als wichtiger Bereich. Dann ging es hier zum Handelsstart schon der Handelswoche relativ schnell in Richtung dieser Bewegungshochs und dann kam hier wirklich eine Explosionsbewegung in Richtung der nächsten Widerstände, die hier sauber teilweise durchstoßen worden sind. Dann verharrte der Markt hier oben einen Tag, kam dann schon mal so ein bisschen nach unten, baute dann hier auch nochmal so eine leichte Wimpel-Dreiecksformation aus und durchbrach diese dann nach unten, was dann eben auch ein Short-Signal war und verlief grundsätzlich dann zurück in den Schlusskursbereich. Der Vorwoche dippte da kurz mal drunter, um dann für die Woche, für die Handelswoche nur minimal im Profit zu enden. Also, stark war der Markt, er kam dann aber auch stark zurück, wo man so ein bisschen aufpassen musste, weil hier durchaus auch Momentum auf der Abwärtsseite stattfand. Im übergeordneten Bild jedoch, wenn wir jetzt mal weiter erstmal für die Aufwärtsseite denken im Gold, haben wir nach wie vor diese Schiebezone hier unten als ja markante letzte Grenze. Ja, ich zeichne mal hier so das Aufwärtsbild ein. Zack, das ist ja so das übergeordnete Aufwärtsbild. Ja. Und diese blaue Zone dort unten, die jetzt auch wirklich, wir sehen es ja hier, fast über 2 Wochen wichtig war, vorletzte Handelswoche dann der Break schon nach oben wegkam. Dieser Bereich, Volumenprofil, Stichwort, ja, wer sich hier auch wieder mit beschäftigt so ein bisschen. Wir zeichnen das mal ein hier oben, Moment.
Hier oben ist eben nicht so viel Volumen in der schnellen Bewegung und dann bewegt sich das hier so ein bisschen raus, dann kommt hier so ein, mal so ein Ausschlag in dem Bereich, dann geht das wieder so ein bisschen zurück und dann kommt hier wieder so ein Ausschlag und dann geht das wieder so ein bisschen zurück. So in etwa, ja ganz, ganz grob wird hier das Volumenprofil stattfinden. Und wer sich damit beschäftigt, der weiß, dass solche Bereiche hier, ja, solche Volumenberge, nicht ganz so uninteressant sind für Märkte, dass diese zum einen wieder angelaufen werden und dass dann in diesem Bereich, sofern der Markt weiter long tendierend ist, sich dann eben auch wieder der ein oder andere große Player einfindet, der dann eben in solch Bereichen dann eben hier wieder große Positionen platziert, gegebenenfalls auf der Long-Seite und dann spätestens von dort eigentlich so die Long-Seite, beziehungsweise erstmal eine Bremse der dann stattfindenden Konsolidierungsphase hier stattfinden sollte. Und man hätte spätestens hier unten Gelegenheit, gegebenenfalls nochmal zu kaufen, wobei sogar übergeordnet dann der Rutsch in diesem Bereich ebenfalls nochmal nicht ganz so unwichtig ist oder stattfinden kann, definitiv stattfinden könnte. So, das ist das ganz große Bild. Und was versuchen wir jetzt im Daytrading, beziehungsweise auch hier teilweise im Swing Trading, wenn ich weiß, okay, der Markt hat durchaus Potenzial in diesem Bereich zu rutschen, um dann gegebenenfalls von hier wieder anfangen zu steigen, dann habe ich rot die Möglichkeit zu shorten. Das ist immerhin aus dem Bereich 13,27 hinab in den Bereich 13,10 bis 13,05, 13,07. Das sind immerhin hier um die 20 Dollar, die hier eben an Bewegungen stattfinden können. Somit hier, ich würde mal vorsichtig auch mal die Abwärtsseite, allerdings nicht direkt ab Schlusskurs, gucken wir uns gleich nochmal an. Also hier kann man schon mal schauen, ob man vielleicht den einen oder anderen Short versucht wagt. Wer nicht antizyklisch handeln möchte, wartet diesen eventuell ab, um dann hier in dem 13,10 bis 13,5er Bereich gegebenenfalls erneut Kaufgelegenheiten zu suchen, beziehungsweise wenn der Markt leicht eher ansteigt, dass man dann abwartet, dass sich wieder eine Bewegung steigender Hochs, steigender Tiefs abhandeln lässt, beziehungsweise stattfindet, um dann hier in diesem Bereich dann zu kaufen. Das gleiche gilt dann eben mit weiteren Abgaben. Sollte der Bereich dann nicht halten, kann man weiter shorten in den Bereich in etwa 12,90, 12,97, das ist ja so ein Bereich, den wir auch sehr, sehr lange, sehr, sehr oft hier angesprochen haben und dann vielleicht auch nochmal tiefer in den Bereich rein, um dann hier unten übergeordnet wieder an Kaufgedanken zu denken. Das ist das große Bild. Was wir jetzt allerdings ja hier machen in der täglichen Analyse auch, dass wir uns das ein bisschen detaillierter anschauen. Wenn wir jetzt mal hier dabei bleiben, dass der Markt vielleicht einfach wirklich weiter sauber long tendierend ist und wir hatten hier einfach den letzten markanten Hochpunkt, der jetzt hier einfach nur mal getestet wurde und der Markt von dort jetzt schon nach oben reagiert, dass hier einfach die Long-Seite erstmal weiter fortgesetzt wird. Somit würde ich auch erstmal auf dem kleinen Bild diesen Long-Charakter des Marktes, eine eventuelle Wiederaufnahme dieser Long-Bewegung, wir haben dann hier noch diese kleine Schiebezone, Zwischenzone um die Marke 13,40, dass wir hier erstmal wieder Stärke sehen. Somit würde hier oberhalb dieser Schiebezone in etwa 13,20, das wäre so der richtungsentscheidende Bereich für mich jetzt hier im Gold, sollten wir hier diesen Bereich, solange wir da drüber bleiben, ja, wären erstmal Long-Gedanken weiterhin meinerseits eben die Gedanken, die ich hier versuchen wollen würde, mit dem Gedanken, dass es dann eben grundsätzlich wieder nach oben geht in Richtung 13,40, 13,43, in Richtung der Bewegungshochs und dann vielleicht der Goldpreis sogar schon wieder neue Bewegungshochs ausbaut. Sollte das allerdings hier unten nicht halten, ja, sollte das zum einen ein negatives Feedback geben, dass hier eben so ein Long-Gedanke oder der zweite Long-Gedanke dann auch nicht hinhaut, der Markt sich vielleicht hier irgendwie fängt, dann würde ich hier unten auch schon mal vorsichtig schauen, eventuelle Breakouts oder eben entsprechend andere Setups zu nutzen, um dann eben diesen übergeordneten Abwärtscharakter hier in den Bereich 13,10 bis 13,05 eventuell zu handeln. Und da haben wir dann 13,21 hinab in dem Bereich eben die Möglichkeit, dann diese Short-Gedanken umzusetzen. Hier oben Long, hier so ein bisschen in dieser Findungsphase, vielleicht ein bisschen vorsichtiger und dann hier drunter die Short-Seite. Das wäre so der übergeordnete Gedanke, um dann, wie wir es eben übergeordnet eingezeichnet haben, in diesem Bereich hier irgendwo zu schauen, wenn wir wieder Stärke finden, dass es dann erstmal zurück
in den Bereich 25 geht, beziehungsweise dass dann die Long-Seite sich hier weiter aufbaut. Und da müssen wir auch definitiv in den täglichen Livestreams immer drauf schauen. Durch dieses Momentum der Abwärtsseite müssen wir jetzt wirklich gucken, in welche Richtung entscheidet sich Gold. Bleibt es vielleicht auch erstmal so ein, zwei, drei Tage tendenzlos, dann werden wir hier nicht so viel machen. Wird hier Volatilität Bestand haben, wird hier die Schwankung etwas höher bleiben. Ich denke, dann wird sich hier auch das ein oder andere Setup in der kommenden Handelswoche in den entsprechenden Livestreams auftun. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold. Meine Gedanken, meine übergeordneten Big-Picture-Gedanken hier zu den Märkten, so wie ich sie erstmal vorsichtig in der kommenden Handelswoche dann versuche anzugehen, entsprechend dann natürlich mit dem täglichen Blick im DAX Long oder Short oder dann auch in der US Opening Bell auf die Märkte. Ich wünsche euch erstmal ein tolles Wochenende, einen tollen Start in die neue Handelswoche, Good Trades und Mega Trading, und ich würde mich freuen, wenn wir uns in den Livestreams sehen. Bis dahin, euch alles Gute, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.